So, willkommen zurück. Neuer Tag, neuer Shop. Man kennt es. So, ihr seht hier unten, drei Zahlen fehlen noch. Ich denke mal, bei 270 Abonnenten wird der Code geknackt. So war es beim letzten Mal auch. 10 Minuten später wurde der Code nämlich auch geknackt. Dann, warte, 4, 8, 12. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Noch drei Abonnenten, dann kommt schon die nächste Zahl hinzu. Und wie gesagt, beim letzten Mal hat der Jan es dann geknackt, als es hinten nur noch zwei Zahlen waren. Das hat dann genau 10 Minuten gedauert, da war der Code geknackt. Also, und wenn du neu bist auf dem Kanal, wie gesagt, guck in der Videobeschreibung nach. Da seht ihr halt genau, wer ich bin und auch, wie man den Code knacken kann. Beziehungsweise, was man dann genau machen muss. Ich guck auch noch mal... Ne, mach ich dann auch noch mal. So, dann gehen wir mal rein in den Shop. Ich habe schon auf YouTube selbst gesehen, es wird wohl einen guten Skin geben. Wir gucken mal rein. Oh ja. Der sieht ja mal richtig nice aus. Oh, doch, ich glaube, die hole ich mir. Doch, den kaufe ich mir. Die gefällt mir richtig gut. Ist halt mal was ganz anderes. Ne, der musste gekauft werden. Also den will ich definitiv haben. Beziehungsweise jetzt habe ich ihn ja. So, dann als Werkzeug ist das. Ja, die hole ich mir aber nicht. Also Spitzhacke, da bin ich eh nicht so ein Freund von. Da kriegt man eigentlich genug so. Obwohl, irgendwie hatte ich schon was. Aha! Die auch noch? Ich weiß nicht. Nee, ich will. Nee. Oder? Das Problem ist halt, weil ich noch nichts hab in dem Sinne. Warte, ich guck mal gerade. Nein, hier will ich hin. Ich hab hier wirklich noch nichts. Ah, die könnte ich nehmen. Ja, oder die. Ah, passt eigentlich auch noch zum Charakter. So, dann gucken wir trotzdem weiter im Shop. So, dann sind die Spielzeugtrooper wieder da. Ich finde die so komisch irgendwie. Auch wenn die, wenn man die rumlaufen sieht, ich finde, oh Gott. Auffälliger geht's ja überhaupt nicht in Rot. Gott, wenn er so rumläuft, der ganze fehlt nur das Fadenkreuz auf der Stirn. So. Ja, also, ja. Ist halt ganz nett, aber nicht um wirklich richtig zu spielen in meinen Augen. So, was gehört noch in das Set rein? Dann die Spielzeuglackierung. So, wie immer. Ab auf den Roboter. Aber, hallo. Kappa, läuft. Ne, selbst auf dem Roboter sehen die nicht gut aus. Ne, Dafür bin ich dann doch zu alt. Da würden, glaube ich, eher meine Eltern sagen, ja, das sieht ganz gut aus, weil halt einfach aussieht wie früher so ein Zinnsoldat. Aber in der heutigen Zeit, ne, sieht aus wie so ein, ja, wie halt ein Spielzeug, ne? So, dann haben wir als Emote. Sieht natürlich beim weiblichen Charakter fresh aus. Nein, ich gebe jetzt nichts mehr aus. So, dann haben wir noch die Waffenexpertin. Ist halt wieder so 0815 Skin in meinen Augen. Dann haben wir ewiger Nullpunkt. Ah, die sieht wieder ganz nice aus. Hat ein bisschen was von Galaxy. Ah doch, das ist okay. Die Lackierung geht echt klar. So, dann nächster Emote. Immer noch mit der Ruhe. Ist er immer noch drin oder kam der schon wieder rein? Weiß ich jetzt gar nicht. So, dann haben wir den nächsten Emote. Billy Bones. Ich weiß schon, warum ich mir den Skin gekauft habe. Sieht halt echt fresh aus. Er hat einfach was. So, dann haben wir noch die Schnorchelops. Ja, ist halt, wie gesagt. Aber jetzt überlegt euch mal den Skin oder den Skin. Und beide kosten dasselbe. Oder den Skin. Ich
Ich glaube, jetzt könnt ihr ungefähr fühlen, warum ich den gekauft habe. So, das war's halt dann mit dem Shop. Gleich kommt das Video dann mit der Tagesaufgabe. Dann werde ich euch halt einfach zeigen, wie es am einfachsten geht. Und wie gesagt, wenn ich dir schon irgendwie helfen konnte oder sonstiges und du immer noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt ein Abo da an alle anderen. Gerne liken, schreibt gerne was in die Kommentare, ob ihr den Skin auch gekauft habt oder vorhabt, den zu kaufen. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.